So, damit moin und hallo, herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahmesession von The Witcher 3 Wildhunt im DLC Hearts of Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ja ziemlich krampfhaft gesessen, hier gegen Iris größte Angst. Und auch jetzt bin ich wieder dabei, das schon zum x-ten Mal wieder zu machen. Ich komme einfach nicht wirklich gegen diese Herrschaften an. So, jetzt haben wir noch ein Gegner wieder. Also das ist wirklich ein hartes Ding. Ich habe da jetzt, wie gesagt, auch schon wieder den bestimmt fünften Versuch für diese Aufnahmesession. Es ist teils auch schon ein bisschen frustrierend. Aber irgendwie muss das ja zu schaffen sein. Ich hoffe, meine Tastatur klappert nicht zu laut. Ich habe die Soundeinstellung eben mal ein bisschen geändert. Mir ist aufgefallen, dass wir gerade so in Kampfszenen immer sehr laut waren. Also das war das Spiel sehr laut und ich eher leise. Ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. Ich habe jetzt mal die Kampfszenen ein bisschen leiser gemacht, damit man mich dabei auch hört, obwohl ich ja meist sowieso nur eher Blödsinn laber. Nimm das, du Schurke! Jawoll! Meine Güte, wir haben's! Juhu! Du bist nicht er. Entschuldigung. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Also die Gegner in dieser Traumgeschichte waren echt heftig. Wir erinnern uns an diesen... Ja, ich weiß gar nicht, wie ist das Viech da? Dieser Gärtner, Diener... Und jetzt diese hier, die waren schon... Wow. Bisschen Befürchtung, was da noch kommt. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Boah, das kommt öfter vor. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Rachsüchtig? Ich bin Kummer. Ja, wir sind uns schon begegnet. Letztens. Ich hab dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ja. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Scheiße, warum mache ich das denn hier alles? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Kann ich haben. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du die Bürste auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich mich bürstete und Olgierd schweigend zusah. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Ja. So. Wir fangen mal erstmal mit dem 4 an, weil das ist nie gelb.
Dein Mann hat einen mächtigen Feind. Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgir den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgir wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Ja. Ach, wir machen mal die theatralische Tour, ne? Er gibt vor, glücklich zu sein, aber er ist es nicht. Ist ja an und für sich auch ein netter Kerl und so. Gucken wir mal, was da passiert. Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Das sollte positiv sein. Er liebt dich noch. Und hat Olgir mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk? Ja, schon doof. Irgendwie. Oh, die tut mir irgendwie ein bisschen leid. Aber was soll ich machen? Muss ja die drei Prüfungen bestehen. Das hilft ja nichts. Wie auch dieses Mal wieder loswerden. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren, wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Das tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist, bis gar nichts mehr ist. Ja, natürlich kann ich die Rose eigentlich nicht nehmen, aber ich muss ja auch die drei Prüfungen bestehen. Boah. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich kann die Rose nicht nehmen? Ist das DLC dann beendet? Haben wir nach dem Kampf noch gespeichert? Oder muss ich den Kampf neu machen? Ich weiß es nicht. Also an und für sich kann ich die Rose nicht nehmen. Was denkt ihr? Ich bin mir echt nicht sicher, ne? Also für mich selber bin ich eigentlich der festen Überzeugung, ich kann die Rose nicht nehmen. Die Frau hat so viel durchgestanden, das ist ihre letzte Erinnerung. Sie mag die Rose ja auch. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, ich muss ja die drei Prüfungen bestehen. Ich muss ja das Mal wieder aus dem Gesicht kriegen. Aber was soll passieren? Irgendwie muss das ja trotzdem weitergehen, wenn wir jetzt die Rose nicht nehmen. Dann wird das Spiel ja nicht beendet sein, ne? Ach, wisst ihr, ich kann die Rose nicht nehmen. Ich kann die Rose nicht nehmen. Es geht nicht, ich... Bist du nicht ihretwegen gekommen? Ja, aber... Ich kann Iris nicht ins Vergessen zwingen. Sie denkt und fühlt noch immer. Und sie wird nur Eindringlingen gefährlich. Sieh sie und ihre Welt an. Sie ist dazu verdammt, auf ewig in ihrer schmerzhaften Vergangenheit zu leben.
Sei gnädig. Nimm die Rose. Was soll ich tun? Was möchtest du? Ich weiß nicht, was ich will. Ja, das ist hilfreich, junge Frau. Ich habe so riesengroße Angst. Ihr zwei, ihr versucht mich zu überreden, die Rose zu nehmen. Warum? Wir wollen Iris von Everek helfen. Und dir. Großherzige Dämonen? Wohl kaum. Ihr seid doch Dämonen, stimmt's? Ihr solltet Iris bis ans Ende ihrer Tage dienen. Ihr Tod war aber nicht das Ende. Und ihr seid dazu verdammt, für immer in der Welt ihres Leids zu bleiben. Ihr selbst könnt den Vertrag nicht brechen. Also muss ich es für euch tun. Wenn ich die Rose nehme, hört Iris auf zu existieren und ihr seid frei. Du hast recht. Ist das falsch von uns? Unsere Absichten sind leider. Ja, nee, auch nicht. Wir sind nur Statisten in dieser Tragödie, die schon viel zu lange dauert. Wir können der Herren nicht helfen und ihr Schicksal rührt uns nicht. Kann man uns vorwerfen, dass wir die Bühne verlassen wollen? Nein, natürlich nicht. Alter. Ich muss jetzt ja auch entscheiden. Ich kann ja jetzt nicht den Part hier aufhören. Warten, bis ihr gekommen sind. Ich hätte gern eure Entscheidung jetzt gehört, nicht? Aber ich. Ich weiß, das ist jetzt albern, ne? Wenn ich jetzt jemand anders hierbei zugucken würde, der hier so ein bisschen drum rumhakelt, würde ich sagen, komm, albern ist ein Spiel. Aber ich. Die Frau tut mir echt leid. Und das Problem ist ganz einfach, ja, die hat natürlich jetzt auch ein hartes Leben. Sie hat ja nicht mal ein Leben. Aber sie ist in ihren Erinnerungen ja auch nicht glücklich. Sie sieht ja auch jetzt nicht glücklich aus. Also sie wirkt ja nicht besonders glücklich mit der ganzen Situation. Wenn man jetzt genau wüsste, was sie erwartet, ne? Und die Tiere, also hier Hund und Katze, haben natürlich auch recht. Die sind da irgendwie mit reingerasselt, reingerutscht. Quasi jetzt mal formuliert. Und die müssen das Ganze irgendwo da aushalten. Ich. Ich nehme die Rose. Ich kann nicht. Ja, gut, was heißt, ich kann nicht über ihr Schicksal. Wir haben schon über viele Schicksale entschieden hier, ne? Und das sind die drei Prüfungen. Wir müssen die Rose bringen. Muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo eine Münze habe. Ich weiß, es ist total lächerlich. Ja, das ist mir klar. Aber was soll ich machen? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir 2-Euro-Stück. Kopf oder Zahl. Da fällt mir das 2-Euro-Stück aus der Hand. Zu nervös bin ich. Nochmal. Habe ich jetzt vorher gesagt, Kopf ist, ne? Na, wir müssen nochmal mal. Also wir sagen, Kopf ist, sagen wir, nehmen die Rose. Zahl ist, wir nehmen die Rose nicht. Zahl. Wir nehmen die Rose nicht. Die Münze hat entschieden. Ich kann dein Schicksal nicht entscheiden und die Rose nehmen. Ich wusste es echt nicht. Du willst mit leeren Händen zurückkehren? Und deine Aufgabe? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Die Rose bleibt bei Iris. Dann muss es wohl so sein. Vielleicht befreit uns im Lauf der Jahre jemand anders. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Und ich fühle zwar keine Dankbarkeit, aber ich schicke dich nicht mit leeren Händen fort. Hier hast du die Rose.
Sieh, die Blütenblätter werden dunkel. Die Blume schließt sich und mich übermannt der Schlaf. Gute Nacht, Fremder. Wenn du draußen bist, wird die Rose auf dich warten. Und ich... Ach so? Ich versinke wieder in die Träume von dem, was einst war. Olgierd. Ich möchte bei Olgierd sein. Wieder in diese Augen blicken, auf die sogar der Teufel stolz wäre. Leb wohl. Und für euch beide tut's mir leid, Hunde und Katze. Ernsthaft. War die Entscheidung richtig? Naja, man muss erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wie hättet ihr entschieden? Obwohl, das ist natürlich ein, wie ihr seht jetzt, wie es weitergeht. Ich saß ja und weiß nicht, wie es weitergeht, ne? Das Gemälde hat sich verändert. Jetzt kann man eine lilafarbene Rose sehen. Und Iris, die bereit ist, sich mit ihrem Mann zu treffen. Einfach das ganze Bild mitzunehmen vielleicht? Oh, oh. Also, ich dachte, er hätte nur die Rose rausgeschnitten. Dann müssen wir gucken, ob er damit zufrieden ist. Also ist zumindest mal nicht gescheitert. So, wir müssen jetzt einmal eben unser Schwertchen noch reparieren. So. Das nehmen wir an. Ja, ihr könnt mir ja mal wirklich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr jetzt entschieden hättet. Meint ihr, das war richtig? Meint ihr, das war falsch? Sorgfältig rausgeschnitten hier. Leid tut's mir natürlich für die Tiere. Das ist soweit klar. Denn die können natürlich am wenigsten dafür. Ich hoffe, die sind jetzt nicht allzu sauer auf mich. Auch die Chance, dass wir sie wiedersehen, ist wahrscheinlich auch nicht gerade hoch. So, dann mal auf zu Olgierds Kontaktmann in der Taverne zur Alchemie. Ich gehe mal davon aus, dass hier noch irgendwo ein Schnellreiseschild sein wird. Hoffe ich jedenfalls. Da ist mal noch Fragezeichen. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das auf dem Weg doch gleich noch mit. Oder? Ja, komm. Wir nehmen das Fragezeichen noch erstmal. Mal ganz wichtig. Für alle Fälle. Kommen wir hier raus. Hallo, Ausgang. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Ich will raus! Ah, hier war... Oh, guck mal, das kann man mit dem Ding hier. Oh, gut, dass wir hier nochmal angekommen sind. Hallo, nimm's. Spaten des Pedells. Den nehmen wir natürlich mit. Das Pedell. Pedell hieß der nämlich. So, ja, hier ging es auf keinen Fall raus. Aber dann ging das hier rum auch raus. Dann müssen wir da rechts rum, meine ich. Und dann müssten wir eigentlich den Ausgang finden. Der aber ziemlich zu aussieht. Aber geht bestimmt auf, oder? Ja, geht auf. Quietsch. Ein bisschen Öl hier. So. Hier waren wir doch schon, oder? Ich will hier doch nur raus.
Herrschaft Zeiten. Hier. Ah, da geht's raus. Durch das Loch in der Wand, auch Tür genannt. So, die 300 Schritte zum Fragezeichen laufen wir eben schnell zu Fuß. Und dann schauen wir mal. Ich mach's nochmal eben, weil wir jetzt raus sind. Was für eine Kraft hat er denn, der Spaten des Pedell? Halleluja. Den werden wir aber auf jeden Fall behalten. Den werden wir nicht verkaufen. Ist doch eine Erinnerung. Oh, was kommt hier? Ein Bär. Ein Bär, das ist nicht fair. Oh, oh, oh. Meister Petz. Geh in Winterschlaf, mein Freund. Kriegenauge. Rohes Fleisch, Bärenfett, Bärenfett. Das ist ja fett. Na, eigentlich war der Bär unschuldig, ne? Aber was sollen wir machen? Müssen ja sehen. Ich finde, ich habe mir an den Schinkenbrötchen verdient. Ein kleines, feines, schinkiges Schinkenbrötchen. Ruine von Burg Zützer. Oh je. Wir weiden dich aus. Na komm schon. Ach, die Raubritter. Ja, so waren's. Ja, so waren's. Ja, so waren's die alten Rittersleut. Ups. Ja, so waren's die Rittersleut. Ja, Entschuldigung. Ich würde passend dazu sagen, stirb an einem anderen Tag. Oh. Ja, das sehe ich auch so, dass du keine Chance hast. Aber ich sehe, ihr habt auch zu fünft keine Chance, glaube ich. Hoffe ich. Wo ist denn dieser scheiß Bogenschütze? Der geht mir doch so ein bisschen. Der grüne Bogenschütze. Das war gar nicht der Bogenschütze, aber egal. Mit irgendjemandem müssen wir ja anfangen. Dann fangen wir mal mit ihm hier an. Oder ist er schon immer zwei? Am besten nicht heute. Wenn du mich schon so fragst. Und wenn dann mit einem Glas Bier im Bett neben mir vielleicht Wess. Das wäre doch ein schöner Tod. Wenn es denn schon sein muss, wenn es so sein soll. Aua, 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 aua. Ihr seid aber auch ein paar Mistvögel. 150 auf einen ist voll unfair. Alter, ist der mit seinem Hammer immer noch nicht tot? Nicht gut. Aber mal zu langsam. So.
So, und wo ist jetzt diese Natter? Der mich hier mit Pfeilen vollpumpt. Aha. Ist das mit Herzinfarkt gestorben, oder? Befehle für Ernst Goltz. Ernst, halt dich vom Totenwald fern. Dort gibt es jede Menge wilde Wölfe und aus dem Boden steigt ranziges Gas auf. Und vor einer Woche habe ich einige Männer dorthin ausgesandt. Habe ihnen gesagt, sie sollten die Gegend auskundschaften. Aber das war reiner Blödsinn. Wir haben die Ecke schon vor langer Zeit erkundet und wissen, der Wald ist eine Todesfalle. Deshalb habe ich meine größten Luschen zusammengestellt, die im Proviant nicht wert sind, und sie in den sicheren Tod geschickt. Ich weiß, du fragst jetzt sicher, was kann ein Idiot dafür, dass er ein Idiot ist? Nun, diese Nulpen können in einem Kampf ein gewaltiger Passivposten sein. Beim letzten Kampf gegen Radowitz' Truppen haben zwei dieser Schwachmaten im Eifer des Gefechts unsere Schildwappen übersehen und unsere eigenen Leute angegriffen. Da frage ich mich natürlich, ob diese Flitzpiepen überhaupt jemals in den Wald, ob es diese Flitzpiepen überhaupt jemals in den Wald geschafft haben. M. Ja, diese ominöse M, die haben wir ja schon öfter mal. Also einer war hier doch noch irgendwo. Wo ist denn der Bogenschütze? Der grüne Welche schuf der. Oh. Ja, friss ihn auf. Kollege, ich hab dich gerettet, das ist dir klar, ne? Das ist heutzutage wohl auch nichts mehr wert. Ein Rasiermesser, das könnte gut helfen. Dann rasieren wir uns mal. Und am Bad müssen wir auch mal was machen. Uiuiui. So. Da ist auf jeden Fall noch das Fragezeichen. Mal schauen, was sich da ergibt. So, hier ist eine Kiste. Das sieht doch alles gut aus. Wir nehmen mal alles mit. Interessant. Schon wieder ein Schema mit ophirischen Zeichen. Oha. Ich muss jemanden finden, der fließend ophirisch spricht. Ja, das wäre schön. Fließend ophirisch. Jetzt können wir nur leider die Befehle nicht mehr lesen oder den Brief nicht mehr lesen, der da war. Weil da kam unser Schema in die Quere. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt so auf Anhieb finden wieder mal. Was haben wir hier? Briefe mit Befehlen. Ja, du hast ja schon gelesen. Das habe ich doch gerade erst gefunden. Haben wir das wirklich schon mal gelesen? Ach ja. Also, wenn die das sagen, haben wir das wohl schon gelesen. Dann wollen wir es denen mal glauben. Oh, wir müssen mal langsam wieder Gewicht loswerden. Und das machen wir mal gleich hier. Sowas brauchen wir dann mal nicht. Ophirischer Killitsch. So, das kann weg. Das kann weg. Zack. Das Holzschwert. Das hat jetzt nicht viel Gewicht. Die ophirische Armbrust kann weg. Die Steine brauchen wir auch nicht. Davon haben wir genug. So, das Schwert geht eigentlich noch. So. Und dann gucken wir mal. Weg, weg, weg. Die Neumann-Rüstung sieht auch nicht ganz hübsch aus. Ja, dann kann die aber noch weg. Die kann weg. Weg. Und davon können die zwei weg, weil wir dann noch den haben. Die können weg. So, und dann haben wir wieder 99. Ich glaube, ich weiß, ich hätte das jetzt auch alles verklopfen können, aber ihr seht, Kohle haben wir eigentlich genug. Also da dürfte das so schnell nicht eng werden und insofern kann das so weit weg. Ein paar schöne Klamotten behalten wir sicherlich. Aber
Ja, nicht zu viel. Mir fehlt einmal für sich aber immer noch ein Bogenschütze, meine ich. Das Fleisch nehmen wir mit. Das Hühnerbrötchen nehmen wir mit. Auch ein Hühnerbrötchen. Gegrilltes Hühnerbein. Das ist fein. So. Und dann denke ich, wir kommen für diese Folge zum Ende. Ach, jetzt sage ich es wieder an. Normalerweise lasse ich das ja in meiner Aufnahmesession durchlaufen. Gut, jetzt habe ich angefangen. Mich würde nach wie vor noch interessieren, wie ihr entschieden hättet bei der Rose. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir dann nochmal schauen, wie das jetzt mit Olgierd weitergeht. Ab die Mission jetzt gerettet werden kann quasi, ob er sich mit dem Gemälde oder dem Ausschnitt des Gemäldes einverstanden erklärt oder nicht. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht, weil das war ja dann die letzte der drei Prüfungen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann übermorgen wieder dabei seid, um pünktlich 20 Uhr The Witcher 3 Wild Hunt im Hearts of Stones DLC gespielt im New Game Plus Modus. Ich sag tschüss, bis dann, euer Micha.